Schwer bewaffnet rückt die mexikanische Polizei in El Dorado ein. Der Ort liegt im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa, der Heimat des Ex-Drogenkartellchefs Joaquin Guzmán, genannt El Chapo. Mitten im Dschungel stoßen die Fahnder auf Drogenlabore. Festnahmen gibt es aber nicht. Wer auch immer hier gearbeitet hat, ist vor dem Eintreffen der Beamten geflohen, vermutet die Polizei. Wir glauben, dass dieses Labor hier eine Produktionskapazität von mehreren Tonnen Methamphetamin pro Woche hatte, sagt der Sicherheitschef von Sinaloa, Cristobal Castañeda. Das geht aus dem Material hervor, das wir gefunden haben, aus Daten der Marines und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die Chemikalien hier sind für flüssiges Methamphetamin und gehören zum letzten Produktionsschritt. Chemikalien und Ausrüstung wurden von der Polizei beschlagnahmt. Das Sinaloa-Kartell gilt als einer der Hauptakteure im mexikanischen Drogenkrieg, dem seit 2006 über 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Sein Ex-Chef El Chapo steht seit November in den USA vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche, illegalen Schusswaffengebrauch und Entführung vor. Außerdem soll Guzmán für etwa 3.000 Morde verantwortlich sein.